In 2015 war ich das erste Mal auf der Balkanroute unterwegs. Damals in Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien. Noch im selben Jahr fuhr ich ein zweites Mal hin. Dieses Mal war ich auch in Serbien. In 2016 war ich regelmäßig auf der Balkanroute, am meisten in Griechenland und Serbien. Mir war und ist wichtig, nicht von oben herab, sondern mit Geflüchteten zusammenzuarbeiten. Im Englischen auch Mutual Aid genannt. Es heißt, dass Menschen etwas zusammen machen, also wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe oft funktioniert. Die Projekte, mit denen wir als Cars of Hope zusammenarbeiten, funktionieren nach dem gleichen Prinzip. No Border Kitchen Lesbos kocht zum Beispiel zusammen mit Geflüchteten auf Lesbos. Die Geflüchteten kochen aber nicht nur, sondern haben die gleichen Rechte bei Entscheidungen wie die anderen Menschen, die bei No Border Kitchen Lesbos aktiv sind. So ist es auch bei uns. Genauso arbeiten wir bei Cars of Hope auch. Ab Mitte Dezember werde ich für einen Monat auf Lesbos und in Athen sein und mich dort aktiv einbringen. Also während der Weihnachtszeit, mein Geburtstag übrigens auch, und Neujahr. Ihr seid diejenigen, die das möglich machen. Denn jede Spende, ob klein oder groß, macht unsere Arbeit erst möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen.